mit dem YouTube-Zeichen heute mal wieder, nachdem ich es gestern vergessen habe. Ja, gucken wir rein in Tales of Iron, gerade frisch im PlayStation Plus, seit Dienstag, glaube ich, ne? Ja, gucken wir rein. Soll ein Maus-Souls sein. Mich hat es so ein bisschen an Soul and Sanctuary erinnert, der Nacht, in der sie bestiegen worden. Also von daher mal gucken. Nein, Wildhearts möchte ich auch noch weiterspielen. Wie gesagt, dementsprechend ist es auch noch da und nicht deinstalliert. So sieht's aus. Ich drück mal auf Le Knöpke und dann gucken wir mal, was passiert. Aus dem PlayStation Plus Hilfe. Nicht mehr zu retten heute, glaube ich. Deutsch. Gerne. Was? Ach so, Voransicht. Was? Voransicht Anzeigebereich. Boah, das war jetzt ein schwieriges Wort für mich. Ja, nee, ist okay, passt. Helligkeit. Bisschen hell, ne? Also ein ganz bisschen hell. Machen wir vielleicht einen Tacken dunkler. Aber wenn es zu dunkel gleich ist, müsst ihr Bescheid sagen, Chat. Ott Back Studio. Okay, noch nie gehört. Ja, vielleicht, Hendrix, vielleicht. Tales of Iron. Beliebige Taste drücken. Bibibub. Einstellung. Steuerung. Nach Springen, Ausweichen, Blocken L2. Gift, einhändiger Nahkampf. Grafik, Gamma, Bildschirmgröße, Audio. Okay, Musik ist sehr laut. Musik ist sehr leise. Oh, so, ne? Spielvibration an, Kamera rütteln, Sprache Deutsch, Untertitel, Anzeigemarkierung, die Angriffsmarkierung. Okay. Was erweitert? Ehre. Achso, zur Erinnerung an. Keine Ahnung. Und Mitwirkende. Spielschaden. Leerer Slot. Das Märchen mit der Maus. Der ist Modus für Stefan und Sascha. Erlebe die Geschichte und die Welt, ohne beim Kämpfen ins Schwitzen zu geraten. Die Gegner haben weniger Leben und verursachen verringerten Schaden. Eiserner Wille, der Sless-Modus. Erlebe das Spiel in seiner Originalform. Ein ausgeglichenes Abenteuer mit brutalem Kampf. Blutende Schnurhaare, der Kalix-Modus. Erlebe das Spiel mit intensiven Kämpfen. Die Gegner sind aggressiver, verursachen erhöhten Schaden und haben mehr Leben. Keine Empfehlung fürs erste Mal. Okay, also Eiserner Wille. Bist du sicher? Kann nicht geändert werden. Okay. Nehmen wir mit. Bin mal gespannt. For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the rat kingdoms under one rule. Repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. Das ist Geralt. King Rattus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious. Some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided. The crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Okay. Tröd! When
When his squire woke him with this god-awful noise, the young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here, he better be ready. Hilfe, was war das? Es tat in den Ohren weh. Chaot Möschi, sei gegrüßt. Ah, mein Land, soweit das Auge gucken kann. Ah, hier. Aha, was ist das denn? Wir haben eine leichte Rüstung. Ein Stirnband. Ein was? Froschwiderstand? Mozziwiderstand? Maulwurfwiderstand? Oh, es gibt Maulwürfe. Larvenwiderstand? Einhändig? Fragezeichen? Gewicht? Verteidigung? Okay. Mittel haben wir noch nix. Und schwer haben wir auch noch nix. Also es gibt verschiedene Rüstungsklassen. Okay. Rüstung. Leicht. Ah ja, guck mal, da haben wir tatsächlich hier schon mal eine mit mehr Widerständen. Also erstmal einkleiden. Ein Schild. Ich sehe jetzt halt nur nicht, was es halt macht. Also dementsprechend, nehmen wir mal das hier. Einhändig. Wert. Macht mehr Schaden. Nehme ich mit. Und ansonsten haben wir hier unten keine weiteren Waffen. Okay, also wir sind ausgestattet. Gewicht ist auch noch, glaube ich, leicht. Passt. Kautmöschi, danke für den Raid, Host, Host Raid. Okay, also ist... Oh, es ist tatsächlich halt so ein bisschen Metroidvania-mäßig, würde ich sagen. Zumindest sieht es im ersten Moment danach aus. Also, mal gucken. Steuerung ist... If he'd known how unlike a dream today would be, he might have stayed in his bed. Weird, sag ich mal. Also im Sinne von, das Springen fühlt sich an... Wie soll ich das beschreiben? Als ob... also so ein bisschen ohne Schwerkraft. Also als ob so keine Erdanziehung ist. Also so ein bisschen floaty. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen weird an. Ja, okay, gucken wir mal. Was haben wir hier? Achso. Okay, wo will er hin? Achso, er will da unten hin. Da ist mein Bett, da ist die Rüstungskammer und da oben geht's dahin. Und das ist wahrscheinlich die Übungskammer, würde ich sagen, ne? Dass ich ja hier üben kann. R1 ist angreifen. R2 macht nix. L1 wäre da oben, aber habe ich noch nicht. Und das ist blocken. L2 ist blocken. Na gut, so wirklich üben ist es aber jetzt gerade nicht hier. Achso, ich bleib sogar hängen. Okay, wie komme ich runter? So. Oh, es gibt Fallschaden. Scheiß. Alter, das macht aber richtig viel Fallschaden. Okay, also wir sollten, ich muss nochmal einen Tag verschlafen. Tut mir leid, Leute. Sonst bin ich ja gleich komplett im Arsch. Oh, schlafen scheint nicht, Leben wiederherzustellen. Nur zu speichern anscheinend. Ja, ich gehe davon aus, dass es so in die Richtung geht, Kautmöschi. Also ja. Also ich kenn's nicht. Da geht's nach unten? Ah ja. Da geht's nach unten. Wie komme ich denn hier runter? Achso, muss draufdrücken, verstehe. Da gibt's Essen. Okay, die Geräusche sind ein bisschen anstrengend. Okay, Parkbank speichert auch. Also nicht nur das Bett, sondern auch die Parkbank. Panther, sei gegrüßt, moin. Okay, hier ist der Chef. Es
kämpfen, um die Krone zu bekommen. Ah ja, okay, verstehe. Essen. Damit man stark wird, glaube ich. Aufträge, wahrscheinlich. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared, he thought he had some small chance. Die Geräusche sind anstrengend. So, jetzt müssen wir in die Küche. Erstmal was essen. Aha. Okay, das füllt das Leben anscheinend auf. Oder die Stamina oder beides? Kann ich mir was aussuchen? Ich kann leider noch nichts essen. Reggie's brother, the chef, offered a fine menu. But after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. Aha, also in den Keller. Können wir das Game bitte ein bisschen leiser machen? Wieso? Jetzt sind die Töne ja weg. Keine Sorge. Also ich hoffe, dass das jetzt die Kampfgeräusche nicht ähnlich klingen. Wurzel. Nahrhaftes Grundnahrungsmittel, vielen Rattengericht zu finden, der Koch kann sein. Okay, für ein Rezept. Aha. Stücke und Zeug. Aber was ich machen kann, ist die NPC-Stimme aus. Weil das ist das, was nervig ist. Rote reife Beeren eines Königs würde ich ja kochen. Ja, okay. Ja, aber jetzt auch die Beeren. The Bard had found the last of the summer raspberries in the bear basement. The Bard was quick to offer one, even though they weren't his. Weil die sind halt tatsächlich sehr, hochtönig, nenne ich es einfach mal. Oh, und ein Trink. Wasser frisch abgefüllt, der Koch sollte für ein Rezept. Okay. Da war alles, was wir brauchen, glaube ich. Das ist irgendwie lustig. Ah ja. Da nimmt er mir die Sachen ab und da können wir jetzt ein Essen kochen. He had the ingredients. His brother, the chef, would make you a feast fit for kings. Or so he says. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers, so he wouldn't know. Wow, Stefan analysiert direkt, was passiert ist mit den Geräuschen. Krass. So, wo sollen wir hin? Nach oben. Was ist das? Hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich Upgrade. Irgendeine Blaupause. Ah ja. Fertig. Also wie. Was? Aufheben. Was habe ich denn jetzt auch gemacht? Ach, den Helm. Okay, aber jetzt nicht so ganz verstanden. His brother, the smith, could forge armor and weapons to see off any enemy. He'd make some for Reggie, if the young prince could find blueprints for a rat of his stature. Ja, okay, dann war jetzt das. Wobei ich jetzt nicht weiß, was das Gewicht halt ausmacht. Also ich habe jetzt gesehen, dass das Gewicht steigt, aber ich weiß nicht, ob der Dash oder so dann kürzer ist. Keine Ahnung. Puppentraining. Aha, zwei Gemünzen. Achso, ich kann anscheinend nur eine Quest annehmen. Kämpfen, da lang. Okay.
His eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. Ah, das ist wahrscheinlich Heilung. Been training hard. Freshly squeezed bug juice, drink of champions. Nothing better after a long fight. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. Reggie could be faster. Not even Reggie could dodge the dummy's yellow attacks. His only hope was to parry with his trusty shield. Okay. The dummy's final attack shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. Ja, habe ich gemacht, ich habe zweimal gedrückt. Ich stopp's zu früh, glaube ich. Ah, okay. Was mir sehr gut gefällt, ich hoffe, das bleibt so, dass es keine Ausdauer gibt, tatsächlich. Einmal wieder voll machen hier. Okay, danke. Dennis was impressed. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Zweikampf. Die Arena für den Zweikampf wurde vorbereitet. Der gesamte König ist gekommen. Okay, wir waren Zweikampf. Wo ist denn der Zweikampf? Sieht man das hier? Da hinten. Da hinten oben. Achso, verstehe. Verstehe. So, wo soll ich hin? Also theoretisch kann ich jetzt nach da oben rausgehen. Okay. Also muss ich hier irgendwo nach unten. Okay, verstehe. Haben wir nochmal eine Speicherbank. Machen wir mal. Bleibt das so, dass tatsächlich keine Stamina da ist? Weil das wäre cool. Digipad nach oben. Achso. Verstehe. Das Waffen einstecken und wegpacken. L2 und... ja, was? L2 und rechtes. Ah, verstehe. Das bleibt. Das ist super. Weil tatsächlich, mittlerweile mag ich keine großartigen Souls-Spiele mehr mit Ausdauer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es besser, wenn die Ausdauer tatsächlich weg ist. Reggie'd never seen the Crimson Fort so full of ratfolk. The whole kingdom was there. Some even cheered for him. But the king had let his eldest brother lead the procession. Ja, voll sind wir. Achso, ich soll vorher einmal speichern. Okay. Das Spiel traut mir nicht zu, dass ich gewinne. Spiel sagt, ich soll vorher speichern. Okay, verstehe. Boss time in Dark Souls, liebe Freunde. If he was scared, he wasn't showing it.
He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this would be no easy win for Dennis. Wow, okay, das war weit. Halbes Sekiro. Nix da. Oh, da bin ich zu spät ausgewichen. Oh. Jetzt wird's doch nochmal knapp. Finish him! First try! We did it! He'd done it. He'd proved himself a worthy heir to his father's kingdom. Und danke für die GG. Wow! Das war jetzt aber nicht nett. His dream was about to come. Jetzt kommt der echte Boss. Na geil. Au! Alter, der hat mich fast halb tot gemacht. Alter, okay, der hat keine... Alter, der hat keine Anzeigen. Okay, das ist gescriptet. Kannst du mir nicht erzählen. Da sollst du sterben. The prince woke this time from a dream of blood and frog spawn, finding he had neither a crown, nor a kingdom, nor a father. Wow, die haben uns alles geklaut. Ich habe jetzt einfach nur so ein Gummelschwert. Feels Batman, ey. He needed a place to recover, somewhere to make a plan. Ein bisschen Flasche. Aua. Okay, ich glaube, ich komme da nicht wieder hoch. Das hat mir schon super viel Leben gekostet. Hä? Achso. Wow. Aua. Ah, ich kann... runterklettern. Teile? Und irgendwie, was war das? Leder? Okay, keine Ahnung, was das war.
krass. Die Gegner haben plötzlich die Indikatoren nicht und sind schnell. Alter Finne, ey. Die Loot-Animation ist für meinen Geschmack ein Stück weit zu langsam. Oder dauert zu lange. Okay, und dann kommt manchmal noch nicht mal was dabei raus. Okay. Das sind irgendwelche Teile, die brauchen wir wahrscheinlich fürs Upgraden. Kanalisation. Okay. Werden wir bestimmt brauchen. Wir sammeln den Saft aus den Maden, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Und Himiam, sei gegrüßt, moin! Okay, es scheint auch einen aufgeladenen Angriff zu geben. Erwischt mich trotzdem. Gott, ein Massaker. Not content with killing the king, the frog horde had torn down his throne room, leaving behind Sascha, little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. Reggie had never seen such evil, nor felt such rage. Habe ich auch einen Bogen? Weil ich loote ja Pfeile, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die benutze. Spiel noch nicht gesagt. Wow, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Wow, ja gut, das konnte ich nicht blocken. Gott, oh Gott, hier, heuer Bosskampf. Der späte Sascha. Also jetzt darf ich meine Krone tragen. Reggie had his crown at last, but not his kingdom. Aha. Alles kaputt, alles abgeschlachtet. Dennis had returned, but shamefaced. Drunk from drowning his sorrows in the village, he couldn't hold back the frogs there. Or stop them taking their brother, the chef. Okay, da geht's nicht weiter.
Also erstmal wieder rausgehen. Reggie had to get to Longtail Village to rescue his brother, and fast. If he could fix the travel board, it'd show the quickest way. More than one use for a hammer. And its work on the frog skull seemed to be done. Naja, ich soll hier irgendwas reparieren. Mit einem Hammer. Okay. Hör mal, wer da hämmert. Achso, ich brauche Nägel. Ja, da hat mir keiner gesagt. Ist hier eine Tasche? Ach, guck mal. Was können wir denn da machen? Ah, da kann ich hinreisen. Na, reisen wir doch mal hin. Mit dem Käfer-Express. Oh Mann, ey. Ey, bin ich so ein bisschen an Hollow Knight. Longtail Village always smelled of fresh, whole bug bread before. Now it reeked of burning fur and gore. And something putrid. Pond slime and those that dwelt in it. Okay, wir sollen erstmal nach rechts the gehen. The Frog Clan Bog Brothers. Oh. Aha. Habe ich eine andere Waffe. Wie wechsle ich die? Okay, hat mir das Spiel noch nicht gesagt. Ja, ist schon komplizierter. Ja, da wollte ich hier eigentlich parieren. So, wie komme ich denn ins Menü? Einstellungen? Nee. Erweitert? Nee. Komme ich noch nicht... Also weiß jemand, ob ich schon jetzt ins Ausrüstungsmenü komme? Weil ich habe jetzt ja gerade eine andere Waffe gelootet. Aber ich weiß halt nicht, wo ich da hinkomme. Oder kann ich das nur wechseln beim Schmied oder so? Weißt du das wer? Und René, sei gegrüßt. Moin. Okay, der Schlüssel fehlt mir. Den habe ich noch nicht. Ja, weil ich sammle das, aber ich rüste das halt nicht aus. Also ich glaube, ich kann das nur am Ausrüstungsscreen irgendwie machen. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will mit L1 parieren. Wow. Hier wurde eine Gegenstandskiste. Okay. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich hole mal ganz viel Gefahr zu trinken.
Habe ich erwähnt, ich liebe handgezeichnete Spiele, also tatsächlich Sword and Sanctuary oder sowas. Handgezeichnet, absolut, ich liebe es. Ich mag den Stil unglaublich gerne. So, BRB. Dann Versuch 2. Da sind wir dabei. Achso. Ah, ich habe das quasi in die Kiste gepackt und nicht ausgerüstet. Ah, ich bin auch dumm. Das heißt, ich hätte das auch gerade schon ausrüsten können, wenn ich den richtigen Knopf gedrückt hätte. Ich habe es aber in die Kiste gepackt. Ja, das war natürlich dumm. Okay. Naja, hoffentlich kommt bald meine Kiste, dann kann ich die andere Waffe nehmen, weil ich hätte jetzt schon eine bessere Waffe halt. Okay, da komme ich nicht gegen an. Harry klappt. Ja, schon mal wenigstens etwas. Sagt er und fällte. Rein in den Lux. So, jetzt habe ich auch das System verstanden. Ah, du hast den Schlüssel. Okay, perfekt. Dankeschön. Ja, da sind wir gerade schon dran vorbeigelaufen. Guard Captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde. But some had got past him. Feiern?
was right. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Ja, ich glaube, ich habe es gerade Hard Mode, weil ich die falsche Waffe habe. Ja, das war klar. Das war klar. Erstmal weiter trinken. Aber die Sachen haben keine Haltbarkeit. Wow! Mann, ich will immer mit L1 Dings zu blocken, parieren, weißt du schon, weil ist halt für mich eher die logischere Taste. Alter Finne, ey. Ist sogar noch besser. Nee, weniger Verteidigung. Dann gehen wir mal nach oben. Ne? Achso, ich bin da. Entschuldigung. Reggie had found them. The Elder and Robin the Ranger, who had been his last guard. The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find his brother. Okay. If this old rat was right about what was beyond the gate, da ist die Kiste. He'd need to stock up and prepare. Genau. Standen. Heilung auffüllen, Estus-Flasken machen. Dies, das, man kennt's. Ah, da sind die ganzen Sachen angekommen. So, dann lass mal gulupschen. Was haben wir denn hier? Mittel, würde ich sagen, is the way to go. Das ist cute. Und zweihändig ist heißt jetzt... Oh. Nö, es macht gar nicht mehr Schaden, lustigerweise. Ich hätte gedacht, der macht sogar mehr Schaden, aber ne, ist identisch. Nur mehr Gewicht. Wahrscheinlich mehr Reichweite halt. Ja, nochmal speichern. Na, können wir gleich. Können wir gleich. Langschwanzdorf.
Achso. Boss-Time mit Dark Souls, liebe Freunde. Au, da wollte ich auch. Au, ich wollte ausweichen. Boah, haut der zu. Boah, da musst du aber super früh und weit weg ausweichen. Holy shit, ey. Achso, im Kampf kann ich nicht looten. Wow. Einmal zu viel zugeschlagen. Und Pixel, sei gegrüßt, moin! Einmal zu viel zugeschlagen. Das lässt sich in Keule, wer wird gewinnen? Der Keuler gegen den Knüppelkeuler. Der Angriff ist schlimm. Da kommst du dann aber auch echt fast nicht weg, ey. Ah, da muss ich weg. Okay. Na, da hätte ich durchdodgen müssen. Also die Kreisangriffe sind quasi eher Areal und die anderen tatsächlich eher auf den Spieler gerichtet oder so. Würde ich sagen. Den weiß ich nicht, wie ich wegkommen soll. Okay, also bei denen muss ich durchdodgen. Hilfe, Dreimling, dankeschön für ein weiteres. Ah, ich bin tot. Ich lebe noch. Dankeschön für ein weiteres Geschenksab an den, ich weiß es nicht, Pixel. Okay, also es scheint aber keine Invincible Frames oder so zu geben, weil ich halt nicht da durchdodgen kann irgendwie. Alter, ich... Das Problem ist, ich... Das ist immer das Problem bei Sidescrollern. Irgendwie hast du keinen Platz.
Boah, das ist halt fies, dass es zwei am Anfang sind bei so einem Kampf. Alleine wird das vielleicht sogar noch gehen. Wow. Ja, das darf halt... Wie soll ich da wegkommen? Hätte ich durchrutschen müssen. War schon klar. Ah, Gott, oh 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 Gott. Und Asa, sei grüßt, moin. Na, hätte ich durchrutschen müssen. Position. Nein, falsche Richtung. Kommst du dann nur nicht mehr weg? Ja, da kommst du. Ja doch, da müsste früher dodgen. The Greed is real. Das ist immer der letzte Dodge, der nicht klappt. Okay, das war jetzt ein sehr weiter Schritt. Gott, oh Gott, oh Gott. Da war ich Animation Lock. Also ich weiß nicht, ob ich da noch keine Möglichkeit gefunden habe oder einfach unfähig bin oder ob es mit diesem Angriff in der Ecke nicht funktioniert, weil wenn diese Kreisangriffe, diese roten kommen, muss ich von ihm weg. Der schnellste Weg ist natürlich nicht durch ihn durch, sondern zur anderen Seite, weil es aber nicht funktioniert, wenn da das Bild zu Ende ist. Bei dem mit den Strichen kann ich durch ihn durch dodgen, das ist kein Problem. Das ist irgendwie ein bisschen, bisschen doof. Ja, ich... Ja, jetzt bei dem, weil dann wieder die Zeit gibt, es halt zu machen, aber... Ja, okay, kann man neu machen. Der Try ist für eine Hasch. Au!
Au. So. Solange das dieser Rhythmus ist, ist das okay. Nur wenn er jetzt hier zu eng wird, dann ist scheiße. This thug of a guard frog wasn't an easy kill, but it was a sweet one. Erstmal looten. Mehr Gewicht, weniger Verteidigung. Ab in die Tasche. Ja, gibt keinen Friendly Fire Quantum. Voll Betrug, ne? Oh, ich glaube, der kommt jetzt nicht wieder. Na toll, da wäre auch noch was gewesen. Hätte ich mir auch sparen können, aber gut. Wusste ich ja nicht. Okay, diese Pfeile, ich weiß nicht, wie ich die benutze. Ach du Scheiße, so ein Schild tut. Stehen. Okay, das füllt anscheinend nicht Leben wieder auf. Für den Indie-Spiel cool. Also besser als Horror Shang-Chi 2, muss ich sagen, Vinitus. Pizza-Mobs. The chef's hat. Reggie must be close. Mhm. Genau, das war die Schildkröte. Was dieses Wort ist. Boah, jetzt habe ich halt Damage. Oh.
Alter, flippt aber gut durch die Gegend. Alter, wie viel hält diese Kröte mit dem Bogen aus? Ist ja insane. Oh, die soll ich schon mal weg. Na, immerhin. Puh. Und wie findet ihr es, Chat? Also für die, die es nicht kannten, einige von euch kannten es ja und haben schon gesagt, ist gut. So, lass mal mitnehmen hier das ganze Zeug. Mehr Verteidigung und Gewicht. Nehmen wir mit. Voll. Sieht süß aus. Ja, ich liebe handgezeichnete Spiele. Wie benutze ich diese Pfeile? Nach rechts bewegen, nach links bewegen, ausweichen, blocken. Einhändiger, zweihändiger. Dreieck. Kann man die Tasten hier umlegen? L1 und R2. Nee, leider nicht. Schade. Oh Gott, mach Twitter zu. Mach Twitter zu. Ich habe die üblichen Probleme. Hieß das, andere Spiele. Ja, man kennt's, man kennt's. Warte. Aber ich kann, hab noch keine Fernkampfwaffe, also deswegen kann ich Dreieck noch nicht nutzen. Und die Waffen kann ich auch noch nicht nutzen. Also zweihändig, einhändig. Kommt vielleicht jetzt irgendwann. Voll machen. So. Ja, das könnte so machen, Raytrace, aber für ein Spiel lohnt sich das nicht. Aber ja, das könnte man natürlich tun. Their leader, Lancelot, had never been bested in battle. He had a lance as lethal as it was legend. He also had the only key. Lanz Aluhut, Anführer der Sumpfbrüder. Okay, da hätte ich durchrutschen müssen. Okay, da hätte ich die andere Seite wieder dodgen müssen. Also ähnliche Prinzip, verstehe. Ah, wegdodgen. Auf den Gegner achten. Okay. He didn't start a fire. Cause the frogs are burning. And the world is turning. Oh. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Gleiche Problem wie beim anderen davor. Wenn kein Platz da ist, um von ihm wegzudodgen, also ich nicht durchdodgen kann, dann ist halt scheiße.
Okay, da habe ich zu spät gedeutet. Ah! Genau, da vergesse ich dann wieder einfach. Habe ich noch irgendwie eine andere Waffe? Wobei die schon ganz gut ist. Nö, okay. Und Proctor, sei gegrüßt, moin. Achso, ich wollte dieses Ding da oben eigentlich mitnehmen. Habe ich das? Achso, das war ein Pfeil, ne? Stimmt, den konnte ich nicht mitnehmen. Achso, nee, falsch. Bist du da lang, ne? Stopp! Da oben war noch eine Waffe drin. Sehe ich jetzt erst. Die wird wahrscheinlich, ist die Frage, ob solche Waffen hier auch Statuseffekte wie Blutung haben, weil sonst Shotel macht in der Regel Blutungsschaden, aber keine Ahnung. Die Mehrreichweite dieses Pixie-Dings ist schon ganz nice. Their leader, Lanzalut, had never been bested in battle. He had a lance as lethal as it was legend. He also had the Omen Key. Schöne erste Phase, würde ich sagen. Schöner Phasenübergang, würde ich sagen. Scheiß Einstieg in die Phase, würde ich sagen. Alter, diese Bogenschützen sind halt echt ein bisschen flippermobil. Wow. 25 Frösche besiegt. Wow, okay, Parry versaut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt wird er zickig. Nein, ich bin dumm. Ich bin noch mehr dumm. Brothers' clan were finally destroyed. Reggie knew they would not be the last. Executed. Jetzt krieg ich die Lanze wahrscheinlich. Oh ne, ich krieg das Schildchen. Irgendwelche Materialien. Schlüssel. Eine einhändige Lanze mit mehr... Oh, aber die wird wahrscheinlich langsam as fuck sein.
Nö, eigentlich tatsächlich gar nicht anstrengend. Ich meine, soweit wie Souls halt anstrengend ist, ne? Also das, glaube ich, liegt dann jetzt immer im Auge des Betrachters halt. Also wie Souls und Sanctuary fand ich, also Teil 2 war deutlich schlimmer. Also, wobei jetzt schlimm ist halt so eine, weiß ich nicht, so eine Kategorisierung, die ja irgendwie komisch ist halt, ne? You know what I mean? The Bog Brothers were dead, and their stench would soon wash away. His brother could go home safe, and the young king would too, after making sure the roads were clear of frog scum. Ja, ist es. Wir sollen erstmal Essen holen. Okay, holen wir erstmal ein bisschen Essen, würde ich sagen. Die Frage ist natürlich, ob jetzt hier noch Gegner sind. Ist seit Dienstag im PlayStation Plus. Für alle, die die PlayStation Plus haben, also quasi kostenlos. Reggie would need more than a sword on the road now, the ranger told him. He offered the king his best bow, a gift from his guild. Oh, that's easy. Au. Au, Alter, machen die Schaden. Holy shit. The ranger's best bow was little more than rotten twig and frayed string. But Reggie was grateful that he hadn't been offered the other one. Also, um es mal in der Kategorie so zu sagen, weniger anstrengend als Resident Evil 4 ab Kapitel 13. Das würde ich sagen, war mehr anstrengend für mich. Aber das, wie gesagt, ist halt immer so Auge des Betrachters, was da einem halt spielerisch halt liegt oder nicht liegt, ne? So, hier soll ich jetzt erstmal, glaube ich, Essen besorgen. The elder had started placing quests on the village notice board. Getting the old rat to part with some coin was no bad idea, considering the funds needed to rebuild the Crimson Fort. The grub infestation had spread. The farm basement was overrun. The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. So, wo konnte ich denn hier nach unten? Nächste Bild. The farmer had fled his grub-infested basement in terror. Okay. He was sure they would destroy his bug-juicing machine before long. Reggie assured the farmer he would not let that happen. Oh, habe ich gesehen. Wow. Also es scheint keine Invincible Frames zu geben.
geben. Nee, kein Saft. Jetzt sehe ich wirklich aus wie Salt and Sanctuary. So, Käfer beseitigt. Quest abgeschlossen. Danke. Gewicht, Verteidigung. The grubs were gone. The farmer could now make the best freshly squeezed bug juice in all Ratdom. Reggie liked it with bits. Und wieder zurück. Gleich Platin hier. Hat man schöne Platin? 8%. Okay, das hat aber auch viele Trophys anscheinend. 25. Ja. Gibt's aber? Was gibt's denn hier? Alle Nebenquests, alle Waffen. Okay. Ja. Haben wir ein Weilchen. Hühnfeilchen. Und wieder zurück. Wobei, gab es da vorne nicht auch noch ein Reiseboard? Weiß ich gar nicht. With the path to Longtail Village free of frogs, the builders could start repairs on the Crimson Fort's bridge. Achso. Erstmal Brücke reparieren, alles klar. Gegner, Brücke, weg. With the paths left unguarded, grubs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Oh, falsche Taste. Nummer 1. Wow, Nummer 2. The builders could start their repairs in safety. The Crimson Fort would soon be able to welcome visitors again. Ja gut, wenn ich auch die Trophys jetzt gerade gesehen habe, wird es wahrscheinlich darum gehen, dass wir hier unser Schloss halt wieder aufbauen. Und dementsprechend hier halt immer wieder mal hin zurückreisen werden. So, erstmal werden wir jetzt was kochen. Die Frage ist, ob das dauerhaft die Gesundheit erweitert. Habe ich noch nicht gecheckt.
Also der wurde entführt. Okay. Aber wir müssen den Schmied retten. His brother Chef was glad to be home, but the Smith was still missing. The Chef believed he might have also been captured. Maybe the Elder knew where. Der König muss ja einfach alles selber machen. Wo ist denn der Elder? Achso, der war in einem anderen Dorf. Verstehe. The village had already started repairs. It would soon be as if the frogs had never come. Ah. The guard captain, who had recovered, had spread word of the king's rescue of the elders. To show their gratitude, the villagers would help rebuild the rat fort. Ja, sehr schön. Ah, hier können wir auch tatsächlich auffüllen. Und ausrüsten. Wo ist der Schmied? Wir müssen aufwerten. Okay, irgendwo in irgendeinem Dorf. Not so lucky this time. Was RTX? The Elder hadn't seen the frogs with the Smith. But maybe the ever-vigilant rangers had seen where the frogs had gone. Young Robin had been headed to the Ranger's Lodge. Maybe Reggie could ask there. Also sehr weit raus, okay. Ja, baut hier mal alles erstmal auf. Achso, kann nochmal speichern. Achtung, Gefahr! Fliegende Käfer. An der Windmühle. Okay. Rotting corpses always bring pests. If the grubs get beyond the farm, they'd be everywhere soon. Das sind Eier. Also für meinen Geschmack ein bisschen, entweder machen unsere Waffen am Anfang zu wenig Schaden. Oder die Gegner haben zu viel Leben am Anfang. Ist ein bisschen viel. Raytracing? Gibt's Raytracing in handgezeichnetes Spiel? Nicht, dass ich wüsste, oder? So. Wow, Timo. Wow. Karl Auer has left the building. Jetzt.
Mann, Mann, Mann! Drankomme, also nicht, dass ich wüsste. Na, okay, anscheinend nicht. The sewers. His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Die Frage, ob wir hier jetzt nach oben direkt kommen oder nicht halt. Irgendwie tut mir mein Nacken weh. Und dann, die Bruder, sei grüß, moin. Ich finde, es sieht krass aus wie Salt and Sanctuary, nur halt ein bisschen anderer Stil. Aber daran erinnert mich halt extrem. So, die Frage ist, komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann eine Ratte an der Decke krabbeln, Chat? Gut, das war jetzt weniger Fallschaden, als ich gedacht habe. Ich glaube nicht. Safe-Punkt. Okay, die sind tatsächlich sehr... Okay, da kommen wir nicht durch. Sehr nah beieinander, die Safe-Punkts, wollte ich sagen.
Oha, beim Rausziehen macht der aber ganz gut Schaden. Heilige Scheiße. Okay, die sind hier ohne. Okay. Aua. Und gleich immer zwei davon. Das ist halt immer doof. So. Achso, da war noch einer. Ja, hab ich vergessen. Nischt. Alter, weil die aushalten. Mann! War denn für Nervmöpse? Au! Ich hab in die falsche Richtung geguckt. Mann! Ist immerhin tot. Puh, was ein Akt. Hab ich noch nicht probiert. Keine Ahnung. Ich denke, dass der nur wahrscheinlich gegen fliegende Viecher was bringen wird. Wow, hier komme ich auch nicht weiter. Also hier ist tatsächlich eher für später. Fehlt uns wahrscheinlich ein Doppelsprung oder so. Also sind wir hier falsch. Dann ist die Frage, wo geht's weiter? Also müsst ihr eigentlich dann hier unten sein. Teddybär. Wow. Okay, das mit dem Bogen funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, sei gut, moin.
Was ufst du? Später springen. Ja, aber hier geht's auch nicht weiter. Ach doch, geht's doch. Au, oh, fuck. Ah, Alter, diese... Ja, ich glaube, die muss ich wirklich im Fernkampf machen. Weil, die halt extrem Damage machen. Dafür sind sie dann meist aber auch im Fernkampf ein One-Hit. Oh, schon wieder Pipi. Ich geh mal eben, BRB. So. Ich glaube, der Sinn hinter diesem Weg ist, dass man von hinten in Ruhe auf den schießen kann. Und danke für WB. Na gut, gleich auch nicht. Na gut, geht halt einfacher. Und ich krieg meine Pfeile anscheinend zum Teil wieder, naja, immerhin. Okay. Jetzt habe ich das Problem, Chat. Hä? Oh, okay. Dass ich nicht weiß, wo es weitergeht. Ich wollte gerade sagen, ich hasse Metroidvania, aber ich bin dafür zu dumm oder so, keine Ahnung. Weil... Wir haben... Hä?
I don't understand. Also für mich ist in meinem Kopf kein Weg mehr offen. Und alle waren am Ende blockiert. Also hier komme ich nicht rüber, das ist zu weit, wenn ich nicht oben an die Decke komme. Also geht doch, okay. Weil das ist nämlich der einzige Weg, der irgendwie ginge. Okay. The Ranger needed help. Reggie hoped his bow would last the fight. Richtig. Glaube ich. Kann man hier eben an der Brücke den Loot holen? Her und stirbt. Die aushalten, ey. Lol, der vermeintlich aussehende Dickere hält weniger aus als der andere. Ist doch woanders. Na gut, ich habe nichts gesagt jetzt. Da gehen wir nachher hin. Und Jackson sage ich gegrüßt, hi. Ja, ich kann nicht durch dich durch. Du stehst am Rand. Danke. Da kam ich nicht durch. Oh. Gewicht und einhändig macht mehr Schaden. Nee, mit. So. Eine Cam ist irgendwie im Weg. Ja, irgendwie muss sie ja hin. Also, ihr wollt ja immer eine Cam. Keine Ahnung. Wenn man so ein bisschen am Bildrand kämpft, ja, ist doof, das stimmt. Achso, ich muss da rein, ne? Wo ist der Schmied? Der Schmied ist entführt. In Turm. Axt gibt's oben. Aha. The head ranger saw the smith taken to the tower by the foul swamp slayer clan. But the frogs had barricaded the path. Only a heavy two-handed axe would shatter it. Aha. Aha. Jetzt kommen wir, glaube ich, durch die dicken Dinger rein. Ja. Ja, aber ihr macht's.
Also, ja. Also, du brauchst dich auch nicht wechseln. Das R1 ist halt hier die leichte und R2 die schwere. Aber das ist schon okay. Die Frage ist jetzt, ist die andere Waffe, macht die wirklich weniger Schaden? Weil eigentlich mochte die Reichweite von den Dingen. Hä? Achso, ich war bei 2 endlich. Tatsächlich. Tatsächlich. Mal gucken, wie die Axt hier zuachset. Was? Achso, ich brauchte die Axt, um jetzt hier durchzukommen. Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields and frog skulls. Stimmt, das ist ein Nachteil. Und es geht, also ich muss quasi zurückwechseln mit R1 auf Schild, alles klar. The statue was made from the finest quality marble. It felt unusual in this dark, dingy place. Nehme ich mit. Ja, es geht so in die Richtung von Salt and Sanctuary. Ist super cute, muss ich sagen. Kann man machen. Deutlich besser als Salt and Sanctuary 2. Also vielleicht müsste ich es mir mal angucken, ob sie es irgendwie geändert haben. Alter, jetzt kommst du hier von allen Seiten. Nein! Ja, das war dumm, der hat halt seinen Angriff nicht gemacht. The ranger was excited to help the king. An unforgettable tale to tell his children one day. Ein Morgenstern macht sogar mehr Schaden. Ausgerüstet. Achso, mit dem treffe ich die Dinger nicht. He would never have dropped it willingly. Ja, ich wollte schon sagen, dass ich hier mitnehmen kann. Da ist doch mein Saft drin. Möge der Saft mit mir sein. Ja, Teil 1 fand ich auch super, aber Teil 2 fand ich halt bescheiden. Weil du da kein Heal-System, also du hattest ein Heal-System, aber du musstest halt für das Heal-System halt farmen.
Und das hat mir halt nicht gefallen, weil, keine Ahnung. Ich kann aber auch damit blocken, by the way. Was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Would he find him still alive in the tower? Ach so, ja, okay, ja. Ja, du hast recht. Ich sag halt Teil 1 und 2. Ja, geil. Ich hab keine Heilung. Ja, das wird ja lustig werden. Na, das wird ja lustig werden ohne Heilung. Halt relativ zügig zwei Angriffe und ich muss beiden dodgen. Wow, jetzt bin ich in die falsche Richtung geparried. Das hat, was denn für andere Sachen, Fabio? Und Sunny, sei gegrüßt. Und du hast Geburtstag, Youngtimer. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein Happy Birthday und vor allen Dingen Gesundheit. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Am Karfreitag. Das ist ja immer quasi an naja gut, das ist ja nicht jedes Jahr. Oder ist jedes Jahr an demselben Tag Karfreitag? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall ist es dieses Jahr frei. Happy Birthday, mein Lieber. Ich sag mal eben Nicole gute Nacht. BRB.
neues Freitag ist zumindest. Ja, aber es ist nicht immer der. Ich sehe gerade das Datum nicht, keine Ahnung. Aber nochmal Glückwunsch, Youngtimer. Daniel, Dankeschön für noch einen weiteren Geschenksab an der Stelle. Was macht ihr eigentlich Ostern? Jetzt ist die Kamera gerade unscharf. Was macht ihr eigentlich Ostern, Chat? Habt ihr was geplant? Habt ihr euch eingeladen bei Mama, Papa zum Essen? Also, wir haben es gemacht. Wir sind Sonntag bei meinen Schwiegereltern, sage ich einfach mal. Schwiegereltern ins Spee. Und Montag bei meinen Eltern, also das heißt, da brauchen wir uns zumindest jetzt um die Ernährung an Ostern keine Sorgen machen. Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch auch irgendwo eingeladen? Was gibt's bei euch zu essen? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Okay. Ja, wobei, ich glaube, diese Magier waren ja irgendwie so Zwischenevents, ne? Das waren ja noch nicht mal die Bosse eigentlich vom Spiel, sondern halt irgendwie so Komponenten, die sie spannender machen sollten. Die fand ich aber auch nicht geil. Allein zu Hause hocken. Ganz allein oder zumindest mit Mama oder so? Weil, wie gesagt, bei uns ist ja auch in Familie halt quasi. Morgen gibt's Kaffee, Samstag kommen Freunde, Sonntag Sauerbraten bei Eltern, Montag kommen die bucklige Restverwandtschaft, okay. Am Sonntag geht's der Schwester nach Karlsruhe. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Ah, okay. Ja, gut. Also, die Chance ist relativ hoch, dass ich Samstagabend einen Stream anmache. Also, ich gehe davon aus, morgen wahrscheinlich vielleicht nicht, aber vielleicht Samstagabend. Genau. Frau muss Sonntag arbeiten und Montag. Okay, ja gut. Immerhin gibt's wahrscheinlich hoffentlich Zuschläge, ne? Und was wir dann jetzt machen, das kann ich schon mal sagen, für alle, die da jetzt sehnlichst drauf warten, da machen wir jetzt Harry Potter als nächstes weiter. Jetzt sind wir soweit durch, wenn ich mir das angucke. Das war jetzt dann, wie gesagt, als nächstes Main Game, was ich durchspielen will, halt Harry Potter halt machen. Das ist nämlich jetzt hier auch schon super weit nach hinten gerückt. Von daher. Aber dann wird es auch erstmal die nächsten Tage, Wochen wahrscheinlich nicht viel anderes geben. Es sei denn, jetzt kommt ein Placement rein oder sowas. Keine Ahnung. Aber ansonsten halt will ich jetzt Harry Potter dann weiterspielen. Heute, wie gesagt, hätte es sich jetzt nicht gelohnt, für 2-3 Stunden wieder in das Spiel reinzukommen. Wenn, dann will ich auch vernünftig reinkommen und dann auch direkt halt ein paar Tage hintereinander. Bis jetzt mag ich das mit Stream als Hobby, dadurch haben wir einfach mehr Stream. Ja gut, vielleicht mehr an der Anzahl, dafür aber manchmal ein bisschen kürzer halt. Wie gesagt, ich muss jetzt halt nicht immer, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Stunden machen oder so und auf die Zuschauerzahl achten, ist mir halt egal. Ich mache halt an, wenn ich Zeit habe und dann ist gut. Und dementsprechend Samstagabend habe ich wahrscheinlich Zeit, weil Nicole da was vorhat. Ergo sitze ich alleine zu Hause. Kann ich auch den Stream anmachen. Und wie gesagt, wer zuschauen will, schaut zu und wer nicht zuschauen will, ja gut, ist dann auch so. Das ist mir dann ja also egal. Ist zwar schade, aber naja. Ah, ist natürlich schade, Sunny. Arbeiten, na. Björn macht auch hier. Dick auf Bonuszuschlagverdiener. Das ist Resident Evil 4 DLC. Ja, super. Hast ja auch schon durchgespielt, ne? Sascha? Sag mal, bist du schon durch? Ansonsten buch den Yannick, der spielt das auch für dich durch. Ja, oder sowas, genau. Sowas geht da heute auf, Nitos, genau. Das können wir Samstag machen. Das können wir Samstag machen. Dann würde ich sagen, machen wir nämlich nächste Woche halt Harry Potter und Samstag könnten wir theoretisch so ein Rundchen Diablo leveln.
Resident Evil ist dein Ostervorhaben. Okay. Auch die Resident Evil Platin. Krass, ey. Entrix ist auch mittlerweile so ein richtiger Platin-Dude geworden. Wie viel hast du eigentlich schon, Entrix? Wie viel hab ich eigentlich? Du müsstest mich ja schon überholt haben, oder? Also locker. Wo sehe ich denn hier meine Trophies? Ach, hier, ne? ...45 habe ich. Ich glaube, du müsstest mich langsam eingeholt haben, oder? Entrix? Wahrscheinlich war ich gleich vom Stuhl. Der Safe-Punkt ist relativ weit weg davon. 73! Janik, da kommt Janik nochmal zum Flexen. Ja, Janik ist, aber krass, Entrix, krass. Krass. Ja, jetzt muss ich nur wieder hier durchhämmern. Ja, schade, dass er das nicht speichert. Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields. Ah. And frog skulls. Okay, frog shields. Okay, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Wer hast du denn gemacht, Sascha? Platin? Welche Platin? Callisto, oder? Oder? Achso, auch der Loot ist dann nicht gespeichert. Okay, verstehe. Nee, Callisto war dieses Jahr. Kam ja vor der Dead Space. Achso, da kommen noch zwei. So, Schild weg. Nee, doch. Achso, ich kann ihn wirklich damit stunnen. Oh, wenn ich getroffen hätte. Das ist ja mächtig. Okay, das ist... Na, okay, da war ich in der Animation. Das war dumm. Ranger was excited to help the king. An unforgettable tale to tell his children one day. Am 2. Dezember hatte ich die Platin? Stimmt, es kam echt wirklich vor Ende letzten Jahres. Du hast recht, ich habe mich vertan, Sascha. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht, ich habe mich vertan. You are right. Das war ja die Enttäuschung quasi ganz zum Ende des Jahres. I remember. Ich habe schon verdrängt. Lass mich raten, du hast aber auch keine PlayStation Youngtimer, oder? Nee, dieses Jahr habe ich, glaube ich, auch noch keine Platin gemacht, oder? Habe ich dieses Jahr eine Platin gemacht? The Smith's Hammer. He would never have dropped it willingly. Das war meine letzte Platin. Und dann war zweimal Witcher. Ja, gut, aber. Einmal wahrscheinlich erspielt oder hast du mit Safe State zweimal gemacht? Harry Potter, keiner Platin gemacht?
Reggie was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Would he find him still alive in the tower? Muss ich noch zu Ende spielen? Standardsatz von Sascha. Du hast die Steam-Platin. Keine Lust, okay. Der hat irgendwie ein sehr eigenartiges Moveset. Dann charge er dich halt an. Dann macht er halt irgendwelche Dinge. Gewicht ist nicht besser, also Gewicht ist... Moment, hä? Gegen Frösche, das andere ist gegen Hörner. Gewicht ist aber besser, die Verteidigung ist gleich. Meine letzte war Biomutant. Okay, aber das war letztes Jahr und das war Safe State mit Climb Clear Up, weil 2-3 Trophys nicht aufgeplöppt sind. Deswegen waren es halt irgendwie 15 Minuten Spielzeit oder so. Aha, wir brauchen einen Schlüssel. The Smith was alive, but the key to his freedom was held by Blocky Magoo, merciless leader of the Swamp Slayers. He squatted atop the tower, croaking orders to his clan. The village would soon be a ruin, and the frog spawn would feast on the dead. Mann! Also das ist was, was tatsächlich in dem Spiel also semi-gut funktioniert, der Jump'n'Run. Vielleicht sollte ich mir jetzt voll machen. Mehr Gewicht und weniger Verteidigung, aber dafür mehr Widerstand gegen fliegende Gegner. Das Spiel hat relativ viele Bossgegner, habe ich so das Gefühl. Oh.
Okay, den aufgeladenen Angriff kriege ich ja schon mal gar nicht hin. Okay, was war das jetzt für ein sicker Sturm? Können wir uns trotzdem mal dodgen. Alter, der ist halt hyperaktiv, aber lustigerweise, er hat ja noch nicht mal irgendwie eine Waffe. Also er hat ja, er macht halt mit seinem Spike Shield den ganzen Scheiß. Also ich weiß nicht, ob das Spiel mir wirklich hier sagen will, you have to destroy the shield. Weil anders wüsste ich nicht, was man gegen den tun soll. Kevin Spacing. Okay, wieso springt er da hin? Er ist halt dumm, wenn ich nicht treffe, ey. So, dann muss ich nochmal durchdutschen. What? Die Phase ist leichter. Aua, sagte er. Ja, okay. Was? Oh Mann, ey. Alter. Aber der ist nervig. Ich würde jetzt schon sollen. Wow. Leck mich!
Phase ist halt wirklich bei weitem einfacher. Weil ich halt alles so einfach blocken kann. Gehen sollen. Der Greed! Der Greed! Ach, immer der ist ja Greed. Was ist denn mit diesem Greed halt nur falsch? Mhm. Mann, 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 Mann. Also. Gott. Also die erste Phase ist halt ein bisschen dumm. Du kommst halt nicht dazu, je nachdem wie zufällig er irgendwas aneinander chains. Also gefühlt, weiß ich nicht, er macht das halt irgendwie gefühlt, bis ich Schaden kriege. Und erst danach kann ich wieder selber Schaden machen. Ist halt irgendwie nie, weiß ich nicht, komisch. Wow, schon wieder der Greed.
foul corpse of Blocky Mavie lay lifeless on the floor. He had croaked his last orders. Also ich merke irgendwie keinen Unterschied in der Gewichtsverteilung. Und danke für Unterhose und GG. So, jetzt können wir den Schmied befreien. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, viel, ja, halt, du kannst wahrscheinlich gleich noch aufwerten. Wir haben Materialien gefunden. Aber ob das jetzt halt dann so merklich mehr wird, wage ich fast zu bezweifeln. So, warte, ich hätte mal speichern sollen. Bums. Free of his chains, the smith would return to the Crimson Fort. The ranger would return to the lodge to begin to rebuild his guild. The young king thought he'd best check in on them both. Und jetzt muss ich wieder komplett nach links zum Reisebord. Reggies Brüder retten. Ja. Na, das ist eher was, was ich weniger mag. Die Frage ist, warum haben sie da nicht ein Reisebord hin installiert? Ja doch, ich muss aber erstmal zu diesem Schnellreisebord. Und das ist am Anfang der Stadt. Poison. Applied to any blade. It could affect enemies of any size, giving Reggie a much needed advantage. Aha. Man kann anscheinend Gift auf die Klinge auftragen. Und Chris, sei gegrüßt, moin! Und Dankeschön für 34, kurz vor den 36. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Dankeschön! Erstmal Knopf gedrückt, perfekter Mann. Dankeschön. Hoffe, da kommt gut ins Bett, schlaf gut. Also, ich muss jetzt einmal Gift auftragen. Larvis. Also du kannst sie anscheinend vergiften. Oh, ich wollte da nicht rein. Jetzt ist nur mein Loot weg. Na toll. Verteidigung. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So. Achso, hier war das. Wie gesagt, zurück ist der Weg besser, weil du nicht unten durch den Wald musst. Achso, das war noch die Quest, glaube ich, die wir hatten.
Boah, die Wege sind aber echt lang. Weiß ich nicht. Dieses Metroidvania-mäßige... Ja, aber klar, wie willst du es im Sidescroller anders machen? Sonst geht's ja immer nur in eine Richtung. Verstehe ich schon die Problematik. Aber das ist halt was, was mir echt nicht so liegt, ey. War das ein Reisebord? Ne, ein Reisebord war dahinter. The village might still be smoldering in places, but that wasn't enough to stop a hardened business rat like the shopkeeper from selling his goods. Okay, der hat gerade einen Shop aufgemacht. Aha, ich muss da draußen wahrscheinlich wieder irgendwas machen, weil die weiter arbeiten wollen. The guard captain asked the young king to join him in the trial ground. There was something he needed to see. Okay, dann müssen wir nochmal nach rechts. Die Brücke ist wieder fertig. Monument to honor his father, King Rattus. He would grieve after his kingdom was safe. Read. Ich bin gelockt. Ich komme nicht aus der Animation raus. Okay. Alter, die Käfer sind halt ultra nervig. Und die Steine machen ultra viel Schaden. Ja, ich weiß. Hier wurde mein Vater ermordet und mir die Krone geklaut. Gewicht, mehr Fernkampf. A crossbow of finest hardwood. Ja. Achso, die hat andere Pfeile. Ja, der Artstyle ist mega. Der Artstyle ist mega. Spielt sich auch nicht falsch. Also, tatsächlich. Aber wie gesagt, so dieses Metroidvania-mäßige ständige Hin und Her ist halt nicht so meins. Muss ich sagen, oder muss ich wieder feststellen. Aber ja, absolut hübsch. Na, die Axt gegen die ist ja schon mal OP. Die machen ja gar nichts mehr. Also ich glaube, die Bewegungsgeschwindigkeit ändert sich mit der Gewichtszunahme, weil ich das Gefühl habe, dass wir langsamer sind als gerade. Oder ändert die sich sogar je Waffe, die wir ausgerüstet haben? Ich glaube, die ändert sich sogar je Waffe, oder? Oder sieht das einfach nur anders aus? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
The chef wanted the renovations to start with the kitchen, as rebuilding a fort is hungry work. Apparently, also expensive work. In the golden age of Reggie's kingdom, he would invent taxation. But for now, he needed to complete quests for the Elder Rat to put coin in the royal coffers. Ja, würde ich auch sagen. Also wir brauchen erstmal 8 Münzen, habe ich das Gefühl. Ja. So, jetzt ist die Frage, das Upgrade-Ding ist oberhalb von mir. Das will ich mir nochmal ganz kurz angucken. Hier komme ich noch nicht durch. Also ich kann auch nicht upgraden. Weil die Wege noch zu sind. Also, das ist jetzt auch merkwürdig. Wir retten den Schmied, aber wir können ihn nicht benutzen, weil... wegen... wir kommen da nicht hin, oder bin ich dumm? Weil ich gehe davon aus, das müsste hier der Schmiederaum sein. Das ist natürlich jetzt belastend. Ist in der anderen Stadt ein Schmied? Ja, aber warum? Der ist ja hier hingegangen. Also, er gibt ja gar keinen Sinn. Nö. Also tatsächlich nein. Also wir haben den Schmied gerettet, aber können ihn noch nicht benutzen. Das ist ja dumm. Und wir müssen jetzt quasi Quests machen oder Nebenquests finden. Um halt quasi die Küche bauen zu können. Ja, ich glaube, du Spielfortschritt. Ja, aber es gibt ja keine Quests. Ja, das ist merkwürdige Progression. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich halt aufwerten kann, aber anscheinend ja nicht. Achso, die Questtafel, hä? Nee, aber hier gibt's ja keine Questtafel, oder? Ja, gut. Ja, gut. Schade, ich hätte gerne nochmal ganz kurz in das Upgrade-Menü halt reingeguckt, was man da halt so machen kann. Weil im Endeffekt haben wir da oben halt diese Währung und wissen halt noch nicht, was wir damit machen. Aber das kann ich euch jetzt leider in der Kürze der Zeit nicht zeigen. Weil dafür muss ich halt anscheinend noch ein bisschen weiterspielen. Aber tatsächlich soll es für den ersten Eindruck reichen, würde ich sagen. Ist okay. Gerade dafür, dass es umsonst ist, finde ich es gut. Bisschen zu sehr gut. Nur wie gesagt, dieses Metroidvania-mäßige ist nicht so unbedingt meins, wo ich halt sage, da kann ich mich halt lange mit motivieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Hin- und Hergerenne, Freischalten von Dingen, wieder zurückrennen. Ich weiß nicht. Ist nicht so meins. Aber das ist halt, da kann das Spiel halt nichts dafür. Ansonsten, Kampf ist okay. Habe ich schon deutlich schlechtere Souls-ähnliche 2D-Dinger gespielt. Also würde ich sagen, geht für mich on par mit dem ersten Soul in Sanctuary. Also, weil das zweite ist ja Soul in Sacrifice, also Soul in Sanctuary. So, ich mache mal lokale Recording aus.